Hallo. Ich wische mir mit meiner Zunge noch die letzten Käsebrotreste aus dem Mund, damit euch die nicht belästigen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Fallout 3, 4, Entschuldigung, dem ersten Add-on, Automatron. Und ich habe hier gerade schon mal so richtig aufgeräumt. Der eiserne Besen bin ich und kehre hier mal im Roboterhausen so richtig durch. Guck mal, eine Aluminium-Can, wie schön. Ja, da ist der nächste Hinweis, dem wollen wir mal nachgehen. In wenigen Metern. Oh, was ist hier los? Na, schaffst du das auch? Nee, ne? Schaffst du nicht. Kannst ja gar nichts. Blöder Roboter. Duct Tape. Aha. Silver Locket, ne? Hab ich auch. Oh, hier. Kincaid's Terminal. Hab ich auch immer eingesetzt. Ich dachte so, okay, was. Gold und Silber liebe ich sehr. Was kann ich damit machen? Irgendwann ein Haus aus Gold. Bisher habe ich das, glaube ich, noch nicht wirklich gebraucht. Personal Locks. Mhm. Job Assignment. Congratulations on your promotion, Mr. Kincaid. We hope your transition from the factory goes smoothly. As the on-site human supervisor of the General Atomic Galleria, you will be helping to pioneer a new shopping experience for the expanding General Atomics customer base. We assure you that this will be a comfortable job and require very little effort or stress on your part. Your responsibility will be to simply observe the operations of the completely automated stuff. We expect very little intervention. Was? Intervention will be required on your part, as the robotic staff has undergone strenuous testing before being developed there. Thank you for your service to the company, General Lopthabam. Aha, das ist also geschehen. Von wegen, er hat nichts zu tun. Die Roboter haben sich nämlich selbstständig gemacht. Sie haben wahrscheinlich eine Gewerkschaft gegründet und haben eine Revolte gestartet. Und jetzt ist es da Roboterhausen in dieser Fabrik und Menschen haben da gar nichts mehr zu melden, außer tot und skelettiert auf der Toilette rumzuliegen. Was für ein niederes Schicksal ist das denn eigentlich? Tot auf der Toilette. Thanks for nothing. I put in years of my life to keep this factory running and this is how they treat me? I'm supposed to babysit a bunch of robots while they play shop? This is ridiculous! They don't think I can see what this really is? Ageism? I can still do my job as well as any 25-year-old. But they all tell me, Mr. Kincaid, it's time to retire. Mr. Kincaid, you should travel. Mr. Kincaid, you should spend time on your family, with your family. Well, I don't want to do any of those things. I want to sit here and run this factory like I have been for years. This job will kill me. I'm literally going to be bored to death and it will be their fault. So stelle ich mir den Mr. Dödelmann vor. Vielleicht habe ich ihn jetzt ein bisschen überinterpretiert. Vielleicht hat er gar nicht so geredet. Aber das ist ja nur Tagebuch. Das muss ich ja mit Leben füllen. Ich weiß es nicht. Ja? So. Er ist jedenfalls sehr frustriert gewesen. Und Mr. Kincaid, der hat offensichtlich keinen Spaß mehr hier gehabt. Wurde gemobbt. Desk-Fan ist auch immer gut. Wie viele von den Spackos ich eingesammelt habe, ja? Ich habe so viele Desk-Fans, wenn ich die alle behalten hätte, ich mir ein Raumschiff bauen können mit einem Desk-Fan-Antrieb. Hätte ich so 200.000 von diesen Ventilatoren hinten rangeschraubt, dann wäre ich Weltall wäre ich damit geflogen. Stattdessen habe ich die alle eingeschweißt und mir die Ersatzteile besorgt. Nun gut. Oh, eine Expert-Schloss. Mhm, eine Herausforderung. Naja. Dann wollen wir mal schauen. Nee. Nee. Was ist denn hier los? Ah ja, da bist du. Knick, knack. Yes. Yes. Okay. Wie geht's denn hier weiter? Wie geht's denn hier weiter? In wenigen Metern bereits. Oh! Zigarren. Telefon. Ich sehe nur noch Loot. Wenn man so viel Loot hat wie ich, weiß man genau, okay, das bringt das. Ah, okay, das bringt das. Oh, guck mal hier, das Bild. Das ist auch neu, ne? Das hat man auch noch nicht gesehen. Das ist ein Comic, Tesla Science. Nice. Mentats. Dann sammle ich auch immer diese ganzen Technical Documents ein in den ganzen Aktenschränken. Die habe ich noch nie zurückgebracht. Das ist auch irgendwie so eine Quest aus dieser fliegenden Brotherhood of Steel Festung. Habe ich noch nichts mitgemacht. Weil ich die auch mittlerweile so arrogant finde, die Typen. Fusion Cell, Robotrain Torso. Dankeschön. Habe ich denn jetzt alles, was ich brauche?
Die hatte ich ja eh schon, ne? Hab ich jetzt denn alles? So, was? Achso, ich soll mit dir reden, ne? Komm mal her. Hey. Yes. Ada? Did you retrieve something from that robot? Ja, strange device. It had this strange device on it. Let's have a look. Impressive technology. Dankeschön. If my analysis is correct, this is a specialized radar beacon. Mhm. I suspect it's how the mechanist was keeping track of the robo-brain you destroyed. As the next logical step, I need you to install this beacon within me, so we can use it to our advantage. Na gut, machen wir das doch. Sounds like a solid plan. I'm glad you agree. You'll need to use a robot workbench to ensure proper installation, and my presence will be required. To maintain peak efficiency, I strongly recommend that we remain together until the radar beacon is successfully installed. All right, build the robot workbench. Ja gut, das mache ich wahrscheinlich aber bei mir zu Hause, wa? Was haltet ihr denn davon? Soll ich das mal machen? Ich geh mal nach Hause jetzt. Habe ich hier alles gelootet? Ich kann... Wie viel habe ich denn überhaupt noch in meiner... Wie viel schleppe ich denn mit mir rum? Ich habe noch ein bisschen was. Guck mal, nehme ich hier noch den blöden Kanister mit. Ich gehe jetzt nämlich eh nach Hause mit Robi. Und dann schmeiße ich den Junk eh alles raus. Komm, so. South Boston. Na, was geht ab? Läuft's? Wie läuft's zu Hause? Alles gut? Wie sind die Schulnoten? Ferien? Gibt's Ferien bei euch noch? Früher hatte ich ja Ferien manchmal. Gibt's das noch? In der Schule? War lange nicht mehr in der Schule. Letztes Jahr, als ich Crack verkauft habe, da war ich nochmal in der Schule. Da wurde mir das zu gefährlich. Die haben gemerkt, dass ich nicht mehr dazugehöre. Die haben mich irgendwie, haben die das geschnüffelt, dass ich älter bin. Ich glaube, ältere Menschen riechen anders. Dass sie das vielleicht mich am Geruch ausfindig gemacht haben. Dann bin ich da nicht mehr hin. War mir zu gefährlich. Naja, gut, weiter geht's. Ladezeit erfolgreich überbrückt. Dann gehe ich jetzt mal nach Hause. Oder was will da jetzt hier meine... Was wollen die jetzt von mir? Croup Manor. Warum muss ich das denn da bauen? Ich will das nicht da bauen. Build the Robot Workbench. Ich will das bei mir zu Hause bauen. Ich will die nicht da in Croup Manor bauen. Muss ich das da bauen? Oder ist das scheißegal? Kann mir das mal einer erklären? Weil ich meine, ich habe diese Location hier schon ausgebaut. Aber ich will doch selbstverständlich nach Hause. Da, alles, was ich baue, ist immer zu Hause. Egal, ich gehe jetzt noch da. Schauen wir mal. So, eine weitere Reise. Ihr seht die Ladezeiten. Das ist irgendwie so ein Ding, ne? Ich habe manchmal das Gefühl, ist es eigentlich so, dass das Spiel von Ladezeiten unterbrochen wird? Oder ist eigentlich sind die Ladezeiten das Spiel und die werden unterbrochen von Actionsequenzen? Ich weiß es nicht. Das Verhältnis ist ein bisschen schwierig. Gut. Brumm, 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 Ladezeiten. So, da sind wir wieder. Guck mal hier. Das ist übrigens hier, ne? Ihr denkt vielleicht, oh, das ist aber hier. Nee, das habe ich alles selber gemacht. Hier waren nämlich Action, hier waren Feinde, Schurken, Schergen, Piraten, Raider, allerlei Ungetüme. Und ich habe hier das gesäubert. Und habe hier, guck mal, was ich hier alles gebaut habe. Seht ihr das da oben? Dieses zusätzliche Stockwerk da. Da war ja nichts, das war eine Ruine. Habe ich darauf gebaut. Guckt, seht ihr das? Wie schön das ist. Da war ja nichts, ne? Und so habe ich das überall gemacht. In jeder heruntergekommenen Ruine, in der ich gewesen bin, da habe ich es einfach wieder schön gemacht. Und deswegen verbrauche ich auch so viele Ressourcen. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Stahl ist bei mir ein bisschen Mangelware. Nicht, weil Stahl in diesem Spiel im Allgemeinen Mangelware ist, sondern weil ich so viel Scheiße baue, dass ich nie Stahl habe. Weil ich es immer verbrauche. Weil ja, guck mal, selbst diese Holzplanken, ne? Die kosten ja Stahl. Warum? Weil da drei rostige Nägel drin sind oder was? Das ist zu 100% Holz und ich muss da immer Stahl veraufwenden, um das zu bauen. Ist doch Quatsch. Na gut, aber hier habe ich ein Fenster gebaut, können die auf den Leuchtturm gucken, ne? Ist doch schön. Hier gibt es schöne Betten. Ich baue immer die schönen Betten, ne? Bei mir gibt es nur die großen, schönen Betten. Und dann habe ich hier eine Treppe gebaut. Seht ihr das? Kann man noch ganz oben gehen. Sternenhimmel angucken, mit mehr Blick. Hier gibt es so einen kleinen Austritt noch. Da sind Roboter, die beschützen meine Freunde, die hier leben. Guck mal. Ist das nicht schön? Hier, das ist ein schöner Ausblick. Hab ich gebaut. Na gut, das ist hier Gruppenmanor.
wie ich es nenne. Ich betone das Französisch, weil Französisch ist eine wohlklingende Sprache. Die ist, wenn man es richtig macht, klingt die sehr erotisch. Groupe Manor. Deswegen heißt, glaube ich, auch Eddie, heißt ja auch Etienne Cedric Gardet, weil wenn man das so ganz säuselnd ausspricht, dann ist es, ne, versteht ihr? So. Das ist jetzt meine Workbench. What the fuck? Was wollt ihr jetzt von mir? Jetzt Workbench, alles klar. Was soll ich jetzt bauen? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Armor Workbench, Chemistry Station, Cooking Station, Cooking Stuff, Weapons Workbench, Weapons Workbench. Was soll ich bauen? Ich muss auch so eine neue Workbench bauen. Aber welche ist das denn? Ist sie nicht hier? Bin ich blöd? Was ist das denn? Was war das denn? Habt ihr das gehört? Ist das hier vielleicht bei Special? Nee, das ist... Doch, Robot Workbench. Okay. Aha. Tech for Research. Nee, ich will das jetzt... Warum darf ich das nicht bauen? Ich hab doch alles. Ich hab doch alles, was ich brauche. Was fehlt mir denn noch? Hallo? Hallo? I don't get it. Ich hab alles, was ich brauche. Ach so, ja, okay, jetzt geht's. Natürlich, ich muss hier erstmal wegtreten. Ja, shit, warum muss ich die denn hier bauen? Ich will die nicht hier bauen, ich will die bei mir zu Hause bauen, wo es cool ist. Was soll denn das? Jetzt muss ich das hier bauen, oder was? Das ist doch doof. Ich kann das wahrscheinlich auch bei mir zu Hause bauen. Aber gut, ich brauche jetzt ja auch nicht so viele Ressourcen, ich kann das ja überall bauen. Ich baue das jetzt einfach mal. Ist mir immer sehr wichtig, dass es richtig steht. Für einige Leute mag das egal sein, ich finde das überhaupt nicht egal. Ich stell die mal hier hin. So. Nehmen die Kuh. So, guck mal. Hab ich gemacht jetzt. Und was wollt ihr jetzt von mir? Speak to Ada. Ada! Ada, hörst du mich? Was ist eigentlich mit dir hier? Ich frag dich mal. Hi. I don't think we've met yet. This looks like a decent enough place. So, you know, thanks for giving us the chance. Bitteschön. Anything specific you want me to do? Nee, ich will nur mal von dir. To pitch in any way you need. Ja. Was brauchst du hier irgendwas? Did you need anything? Not right now. We're pretty well set for the moment. Bitteschön. So, das wollte ich nochmal checken, ob es allen gut geht. Jetzt rede ich mit Ada. How may I be of service? Reden wir nochmal. Ada. Are you ready to install the radar beacon? Klammern. Let's do it. It's time. Let's do this. Good. Do this. The installation should be simple. All right. Once I'm in the robot workbench, just install the radar beacon and I'll do the rest. Okay. Machen wir so, Schatzi. Komm her. Schatzi. Kosewort. Oder wie ich gestern bei Chatduell gelernt habe, Penis. Als Kosewort. Hallo, Penis. Und Publoch. Mhm. Wisst ihr Bescheid, ne? Müsst ihr Chatduell gucken, um das zu verstehen. Geh doch mal da rein, oder was? Ich muss hier wieder irgendwas machen, ne? Willst du wieder von mir, dass ich irgendwas mache? Faszinierend. Craft. Select Bot. Ach, geil, da kann ich dann einen New Automatron bauen. Das ist ja nice. Aber erstmal nehme ich Ada. So, in order to modify a robot, either build a new one, press Quadrat to do so, or your existing robot, blah blah blah, or components which are harvested from junk items. More advanced mods may require certain perks. Perks. Ja. Yeah. Okay, select the desired mod. Ja, das kennen wir doch alles schon. Das ist doch hier alles schon wie immer. Was soll ich denn jetzt nochmal machen? Was willst du jetzt? Radar Beacon, ne? Willst du haben? Huch, Radar Beacon, da. Bitte, bauen Sie das. Radar Beacon, bitte bauen Sie das. Make Radar Beacon, ich möchte das bitte machen. Bitte machen Sie das. Drax, make this rather crazy Schasel. Ja, ist das jetzt fertig oder was? Ja. Guck mal, kann ich ranzoomen. Jetzt baut er da so einen kleinen, so eine Antenne an die Brust. Das ist ja, das wird mich ja super nerven. Ja. Na gut. So, Radar Beacon, alles klar. Nee. Hallo? Bin ich blöd? Requires none, tracks mechanical. Ja, dann bau das doch jetzt mal. Was ist denn jetzt hier gerade das Problem? Ernsthaft?
Okay, Paint, Aqua Paint. Was habe ich denn noch für Paint? Nur Aqua Paint. Bei mich ist es ein bisschen doof. Brauchst du das? Ah ja. Nee, doch, da oben ist sie, die Antenne, ne? Ist fertig. Ja, nice. Das sieht ja lustig aus. Da kann man sich bestimmt voll die verrückten Roboter bauen. Na gut. Aber warum ich das jetzt hier machen muss? Wahrscheinlich, weil es die nächste Siedlung war irgendwie. Wo willst du denn hin? Bei Adel mal. Hallo. Hey. I'd be happy to help if I can. Hey, Ada. A moment. The modification was successful. New hardware has been detected and software is updating. Mhm. And installation complete. Analyzing mechanist hardware. The radar beacon is receiving a strong encrypted signal, but I can't determine the source. Mhm. Do you think the mechanist knows we're tampering with the beacon? I've already added failsafes to ensure my location is secure and prevent any unintended commands the signal may issue. Mm-hmm. Unfortunately, one of that will help us determine the signal's source. Good start. It's a good start, at least. Absolutely. With some additional assistance, I should be able to decrypt the signal and locate the mechanist. Fortunately, I'm detecting another robo-brain in the Commonwealth that's receiving the same signal. Ich sehe, ein Mann mit einem kleinen Penis terrorisiert den Chat. Das war natürlich metaphorisch gemeint. Selbstverständlich meine ich das nicht, wenn jemand einen kleinen Penis hat, dass er deswegen irgendwie ein unangenehmer Zeitgenosse ist. Ich meine das in einem metaphorischen Sinne. Vielleicht könnte mal jemand von, falls es ein Mitarbeiter sieht von diesem Sender hier, Rocket Beans TV, dass man mal reingeht und den Schurken UZ-Koff 100 einfach mal bitte mal auf Lebenszeit hier rausschmeißt. Das wäre mir sehr gelegen. Bin ich hier eigentlich eingeloggt? Kann ich das machen? Kann ich den anklicken und für immer verbannen in die Bedeutungslosigkeit, in die er gehört? Natürlich nicht. Ich kann ihm auch folgen. Warte. Ignore User. Ja, gut. Das bringt mir natürlich nichts für euch. Ich bin ja nicht eingeloggt mit den nötigen... Marco! Wo ist Marco? Tu das jetzt. Was? Der soll bitte verbannt werden auf die Insel der Blödsinnigkeit, wo nur seinesgleichen sind. Dann laufen die alle rum und können sich gegenseitig die ganze Zeit mit der Scheiße vollabern, die sie in einem kleinen Mini-Hirn haben. Da soll der hin. Dann muss Max das jetzt programmieren. Da muss der jetzt leider ran. So. Was important because? Fragezeichen. And this is important because... I will explain. The encryption on the source signal is complex, but not beyond solving. If you can bring me two additional beacons, they should provide the keys and algorithms that I need to enhance my decryption routines. Gut. Was willst du von mir? Will it work? Let's do it. Will it work? Natürlich, wenn, also, natürlich will it work. Alright, let's do it. Good. Let's do it. Let's get started. I'm uploading the location of the RoboBrain to your Pip-Boy now. Just be careful. These robots tend to travel in groups, so you're likely to encounter heavy resistance. Alright, 372 Erfahrungspunkte. Sehr gut. Jetzt so viel passiert, dass es regelrecht ruckelt. Entschuldigen Sie, guck mal hier. Der lüsterne alte Brahmin-Bock besteigt jetzt hier die arme kleine Kuh. Weg da von ihr! Hey, 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 hey! Wenn du zwei Köpfe hast, dann will ich nicht wissen, was, wie viele... Da, jetzt weiß ich's doch. Hi, hat er dich belästigt, Schatz? Lass dir das nicht gefallen. Weg mit dir, du Ochse. So, was habe ich jetzt... Ich bin ja immer nur so halb bei der Sache, wenn ich hier mit euch spiele. Wo ist meine nächste Aufgabe hin? Collect second radar beacon. Aha, irgendwo am Arsch der Heide oder was? Na gut. Oh, Edge of the Glowing Sea. Da ganz unten? Okay. Naja, dann travel ich da mal hin. Aber erstmal lasse ich ein bisschen Junk hier. Ich bin ein Junk-Junkie, wenn ihr so wollt, weil ich den ganzen Loot immer nicht liegen lassen kann. So, store all junk. Ich habe übrigens irgendwo, ich weiß nicht mehr, in irgendeinem... Guck mal, was ich hier alles für Shit habe. So, in jedem Dings habe ich so viel Shit. Unglaublich. Brauche ich noch irgendwas, was ich hier lassen soll? Größere, so, nehme ich vielleicht mal eine größere Waffe mit, nehme ich mal so eine Nuke mit. Da habe ich alle zu Hause. Die Nuke gegen Menschen bringt mir nichts, wenn ich... Na, wisst ihr selbst.
Reduce Falling Damage by 50%, brauche ich auch alles nicht. Ich habe zu Hause eine geile Kiste, wo ich nur meine Sternsachen drin habe. Soll ich euch die nochmal zeigen nachher oder was? Kann ja in der Werbepause da mal hinreisen. Da schleppe ich immer dann die Hühner mit ab, sage ich denen, ey, ich habe zu Hause eine Kiste nur mit Sternsachen voll. Soll ich, und dann bin ich aber auch Sternhagel voll, wenn ich das sage. Data, Headhunting, Collect Radar, komm mal, geh ich jetzt mal hin. So, zack. The Edge of the Glowing Sea. So, ist da jetzt eigentlich Ruhe bei euch? Das ist ja schön. Offensichtlich sind die tumultartigen Chat-Szenen hier vorbei. Ist der Marco da gewesen? Und hat aufgeräumt? Sehr gut, Marco. Marco ist so ein bisschen wie, kennt ihr noch Galactica von Halo Spencer? Hallo Spencer, ich rufe dich Galactica. Shit. Oh. Ja, komm, jetzt mal weg hier. Ist doch der Rand der Glowing Sea. Wieso ist denn hier noch Radiation? Ich hab keinen Bock auf Radiation. Ich hab keinen Bock auf Radiation. Schnell weg. Okay, ich mach mal hier eben Radex. Offensichtlich ist die Radioaktivität gewillt, mich nicht in Ruhe zu lassen. Ich habe ja auch meinen Hazmat-Suit dabei. Aber ich habe jetzt keinen Bock, mich umzuziehen. Radioaktive Tümpelei. What? Wer schießt? Wer wagt es? Oh, was bist du denn? Tankbot. Was hast du denn für geile Fusion Cores? Ja, den nehme ich mal in Angriff. So groß und so tot. Tschüss. Boah, die explodieren aber alle. Oh, was war das denn? What the fuck? Quantum Robo Brain Torso Combat Inhibitor. Schieß, schieß, schieß. Was? Jetzt auf einmal ist hier ein Stein. Ich bin runtergefallen. Was ist denn hier los? Unangenehm. Flupp. Boah. Oh, der kann noch mal ein bisschen was ab. Der Schlingel. Ah, haben wir noch einen? Jo, explodierst du auch? Dann gehe ich mal schnell weg. Bin nicht ganz sicher, der jetzt explodiert. Mal eben Quicksave, Mann. Da kommt nämlich noch eine unangenehme Persönlichkeit. Ein Servomech Scrap Robot. Will er in den Nahkampf mit mir oder was hat der vor? Dann will ich immer lieber den. Schieße ich immer das Bein kaputt. So, wo willst du jetzt hin, mein Freund? Nirgendwo mehr hin. Blago. Du explodierst aber nicht, ne? Du bist zu klein. Assaultron Head. Was soll ich denn mit dem machen? Was kann ich denn. Achso, den kann ich verbauen. Ach ja, jetzt kann ich die ganzen Roboter-Teile. Kann ich jetzt nutzen, um mir dann neue Roboter davon zu bauen. Ist das nicht nice, Freunde? Das heißt, ihr von jedem Roboter künftig, und ich habe unzählige vernichtet, kann ich jetzt diese Teile looten und dann mir einen eigenen Roboter bauen, der wahrscheinlich an jedem Körperteil. Raider Beacon! An jedem Körperteil dann customisiert werden kann. Left Hand Lightning Gun nehme ich mit. Gib mir das. Und Diffuse nehme ich auch. Boah, noch. Was bist du denn? Cyber Mac Eyeball. Soll ich mal die Antenne wegschießen? Mal gucken, was dann passiert. Hilfe! Ja, das tut mir leid, kleiner Zwerg. Oh, mal wieder ein Mechanist Holotape. Robot Repair Kit, Military Grade Circuit Board. Nehme ich einfach mal mit. Laser Standard Capacitor. Das ist doch nur für Laserpistolen, das Dingsteil, oder? Okay, habe ich jetzt hier alle gelootet, die ich auch vernichtet habe? Das, nee, dich natürlich noch nicht. Sentry Legs, geil. Oh, was, ey, das macht bestimmt voll Spaß. Ich kann mir meinen eigenen Companion bauen. Ich habe ja zwei Roboterwesen als Companions. Curie und dann noch den natürlich, aber auch hier den man ganz am Anfang hatte, ne? Den Hausroboter. Heads up. Yes, sir. You
Here you go, Ada. Kann ich den dann umbauen? Slightly dented, but still functional radar beacon. This will do nicely. And with any luck, it'll help us trace the mechanist's signal. Trace signal? Remind me how this beacon will get us closer to tracing the mechanist's signal? Each RoboBrain's radar beacon has unique encryption so that it can't be traced back to the source. However, acquiring two additional beacons should provide me with enough data to break the code. So if my theory is correct, this beacon will help us trace the mechanist's signal. Don't worry. Don't worry. I'm sure it'll do the trick. I certainly hope so. I'm going to begin my decryption routine. But it could take a while. All right. In the meantime, I've picked up another RoboBrain beacon signal. It should be the last one you'll need to collect. Oh nee, jetzt mach nicht so ein Preston Garvey-Ding jetzt hier, ne? Dass du mir die ganze Zeit... Thank you. If my calculations are correct, the signal is coming from... Oh, this isn't good. Location confirmed. The RoboBrain is at Fort Hagen Satellite Array, which means it's in the hands of the Rust Devils. The Rust Devils? What? Who or what are the Rust Devils? Allow me to explain. My old caravan encountered them once while crossing the river into the city. Mm-hmm. The Rust Devils are a group of ruthless raiders who utilize robots for their nefarious practices. They scour the Commonwealth looking for my kind. What they can't capture and reprogram, they strip for spare parts. Die Schweine. I realize they pose a greater threat to me than you. Das stimmt. I just want you to be well informed. That being said, despite what lies ahead, I can easily continue to decrypt the signal as we proceed. So shall we be on our way? Klar, Mann. Machen wir so, Ada. Aber erstmal frage ich, was das hier für Herrschaften sind, die hier quasi offensichtlich den Robotern dienlich waren. Denn das kann ja nicht sein. Was machen sie denn hier? Excuse me. You just showed up in the nick of time. Are you looking for a new home? You looking for a new place to settle? Could be. Why? Do you know of somewhere good? Join me? Wie join me? I sure do. What? Ja, mein Freund, wo schicke ich dich denn hin? Du bist ja wenig vertrauenserweckend. Du bist ganz schmutzig und lungerst hier mit Robotern rum, die mich angreifen. Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Deswegen schicke ich dich mal nach. Ich schicke dich mal zu mir ins Red Rocket. Da sind meine Freunde, die haben Auge auf dich. Nicht, dass du ein Schmierfink bist am Ende. So, tschüss. Thanks. See you there in a day or two. Mal schauen. Weh, du bist böse. Dann komme ich aber zurück und versohle dir den Hintern. Währenddessen nehme ich mir mal alles, was dir gehört. Weil jetzt gehört das mir. Bist du immer noch hier? Und wasch dich mal. So, ist ja völlig dreckig. Guck mal, hier die Lampe da. Mag ich auch sehr gerne, weil da ist immer, hier, was ist das? Copper oder so ein Schniesel ist da mal drin. Geh. Das guck ich mir auch noch an. Was geht ab? Oh, hier ist, alter Schwede. Den hast du doch umgebracht. Ey, Freundchen. Das musst du mir jetzt mal erklären. Wo kommt die Leiche denn da bitte schön her? Dein Nachbar liegt hier tot und du tust so, als wenn nichts gewesen wäre. Der ist noch frisch. Der stinkt weniger als du. Das ist ja noch eine Frau. Du hast eine Frau. Und ich habe ihn zu mir eingeladen nach Hause. Na, warte mal ab, doch, wenn ich nach Hause komme. Das ist ja nicht zu fassen. Brauche ich alles nicht, will ich nicht. Das ist ja nicht zu fassen. Ja. Da muss man jetzt aber auch in der Werbung mal drüber reden, was da jetzt hier passiert ist. So, wir machen ein bisschen Werbung. Gleich sind wir wieder da und dann geht es weiter auf der Suche nach dem dritten Raider Beacon. Bis gleich.